Eigentlich war alles nur ein Zufall. Jetzt präsentiert Melanie Pirschmann stolz ihre Werke. Während es sich andere bei schlechtem Wetter lieber zu Hause auf dem Sofa gemütlich machen, ist sie mit ihrer Kamera in Koblenz unterwegs. Ich hatte bis dahin einige wenige gemacht und alle im Regen bei Nacht mit Effekten, die mich sehr begeistert haben. Und als dann irgendwann endlich mal wieder Regen war, bin ich losgezogen auf gut Glück mit meinem Stativ und habe dann versucht, das Gleiche wieder zu reproduzieren. Ist mir nicht ganz gelungen, weil die Art und Weise, wie ich fotografiere, kann man nicht einfach reproduzieren eins zu eins. Ich brauche bestimmte Elemente, Bewegung, Menschen, Autos, Fahrräder, was auch immer. Wenn es geht, irgendwas, was sich bewegt, und dann muss alles zusammenpassen. Das Licht, der Regen. Ich habe zum Beispiel auch ein ganz tolles gestalterisches Element, sind Regentropfen auf der Linse. Die können passen oder auch nicht passen. Also das Objektiv kann total verwaschen sein oder ich habe genau den richtigen Tropfen in der richtigen Größe an der richtigen Stelle. Das ist nicht planbar. Made in Koblenz heißt ihr Projekt, das in der Corona-Pandemie entstanden ist. Ihre Motive zeigen bekannte oder weniger bekannte Orte in der Koblenzer Altstadt in fesselnder Atmosphäre. Ja, und so ist dieses Projekt entstanden. Ich habe ein paar Nächte, regnerische Nächte genutzt, um diese Fotos zu machen. Ich habe jetzt, ich glaube, 25 Motive. Ein paar fehlen mir noch, zum Beispiel vom Plan, der ständig, wo alles immer in Gerüsten war. Es war einfach nicht passend, das fehlt mir noch. Noch ein paar andere Orte auch. Ja, so bin ich dazu gekommen, aber das als Projekt aufzuziehen mit den Bildern auf Alu Dibond, so wie ich es jetzt mache, das war zu keinem Zeitpunkt geplant. Das hat sich ein Schritt aus dem nächsten ergeben. Das Sprichwort "Nachts sind alle Katzen grau" passt bei ihren Bildern überhaupt nicht. Sie kitzelt die Schönheit der Dunkelheit heraus und setzt spezielle Effekte. Das war einfach ein Experiment. An diesem Abend, wo ich das entdeckt habe, hat ein Freund mir sein altes Stativ geschenkt. Und die Stimmung war nicht so, dass ich mit dem zu Hause bleiben wollte. Ich habe gesagt, komm, wir probieren das sofort aus. Es war abends 10 Uhr, wir sind losgezogen und ich habe einfach mal so ein bisschen rumprobiert und ich war vollkommen geflasht. Das erste Bild, steht das hier? Nein, das steht hier gerade nicht. Das war mit diesem Auto auf der Danne. Man sieht die roten Rücklichter auf dem Pflaster sich spiegeln. Ein ganz wunderbares Bild und davon war ich so geflasht. Das war eine lange Nacht. Also wir haben viele Fotos gemacht und genau in dieser Nacht sind einige auch sehr gute entstanden. Mehr über die Arbeit von Melanie Pirschmann erfahren Sie natürlich auch im Internet unter www.madeinkoblenz.de.